Hallo, da ich Zeit gefunden habe, melde ich mich jetzt wieder mit einem Video aus meiner Waschküche. Da zeige ich euch jetzt, wo ich da die Matten reingeschmissen habe. Hier werden die Matten reingeschmissen. Die schauen da so aus. Die schmeißen da rein. Und dann können wir waschen. Hier habe ich schon alles vorbereitet. Da ist das Color Persil drinnen. Und jetzt wasche ich die Decke. So. So, wir gehen auf 40 Grad. Extra spülen. Wie ich euch gestern bei meiner Maschine erklärt habe, seht ihr bei dieser auch, ist auch hier die Mengenautomatik aktiv, wo die Wäsche jetzt über das Sensor gewogen wird. Und gewogen wird sie nicht, weil diese Maschine hat ja einen Wiegesensor, den habe ich ausschalten lassen. Der hat immer am Beginn jedes Waschganges hat er einmal mit einer starken Schleuderdrehzahl die Wäsche gewogen und dann hat er das angepasst. Aber dadurch, da diese Maschine hier bei uns im Hochhaus sehr beansprucht ist, und haben wir dann gesagt, es ist schonender, wenn man diese Wiegewaage abschalten. Und da sie dann automatisch das dann so regelt wie eine haushaltsübliche Waschmaschine. Hier seht ihr, hier habe ich das auf 40 Grad. Normal. 46 Minuten. Hier sieht man die Optionen. Die Nummer 6, das ist das Vorspülen. Das ist, wenn die Wäsche extrem schmutzig ist. Kinderwäsche aus der Sandkiste oder wie auch immer, oder Berufskleidung, wird diese hier einmal vorgespült, nur mit klarem Wasser. Dann kommt der Vorwaschgang mit 30 Grad oder 40 Grad warmem Wasser und dann wird, der Hauptwaschgang eingeschaltet. Ich habe jetzt gesehen, dass ich es falsch erklärt habe, nicht die Nummer 6, sondern die Nummer 4 ist das. Hier sieht man, wie man das eigentlich hier, eine kleine Kurzanleitung für die Bewohner. Ja. Der Trockner, der rennt gerade. Die Wäsche wartet von unten. Ja, da sind sie ja. So, dieses Gerät. Das Gerät ist euch allen bekannt. Das ist eine Schleuder, die schleudert bis zu 2800 Schleudertouren. Die schaut eben so aus. Hier sieht man, was da für Sachen
eben geschrieben sind, der Kurzanleitung. Wenn ich das jetzt meistens abgebe, ich oft ist es so, dass ich da die Wäsche so reingebe, einfach ganz runterdrehe und die dann jetzt, wie ihr seht, so, dass die Maschine jetzt zu laut war, weil eine Unwucht drinnen ist. Wenn ich das richtig beladen würde, das Gerät laufen lasse, ist das der normale Ton. Somit ist es immer wichtig, die Geräte, Schleudern, Waschmaschinen richtig zu beladen. Was es damit jetzt ausmacht, wenn das so vibriert, ist, dass bei einer Unwucht, bei einer Vibration, das rausspringt und sofort und so zeigt, dass die Trommel eine Unwucht hat und weder Schaden am Gerät noch an der Wäsche passieren können. Das war das. Hier ist der Waschgang. Lange, wie ich schon erklärt habe, die Maschine schäumt, wenn ich ein bisschen mehr Waschmittel nehme, da eben dadurch, da ist da die Kurzwaschgangzeit. Auch wenn ich weniger Waschmittel nehme, ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass diese Maschine nicht schäumt. Bei der Faser, bei dieser Deckenkunstfaser, was da drin ist, ist natürlich auch so, und auch je weniger die Wäsche schmutzig ist, desto mehr schäumt die Maschine. Das war es einmal jetzt für jetzt. Bis bald. Ciao, ciao.